Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Play Folge im Modern Woodhouse. Die Svea, die muss heute wieder eine Nachtschicht machen, hier Dienstag 4 Uhr. Ja, weil der Daniel spielt. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Yay. Oh, die Hände waschen mit Handschuhen. Perfekt, Svea. Das machst du ganz gut. Ne? Jetzt hast du Hunger. Wir gehen heute mit dir in die Tierklinik, würde ich sagen. Da waren wir schon ewig nicht mehr. Du bist ja fast ganz grün. Felix kommt hier auch nach unten. Habt ihr wieder die Heizung nicht an? Müsst ihr wieder hier alles hier warm machen? Aber wir gehen eh gleich. So, dann sparen wir schon Kohle. Genau, jetzt isst du das Zeugs mal. Die Hanna hat ja wieder gebacken oder immer noch, ne? Ja, es riecht wohl gut hier. Speck, Salat, Tomatensandwich. Hier weiß ich schon. Speckersatz. Salat, Tomatensandwich. Und wie schmeckt der Speckersatz? Ja, hallo. Ja, du bist wirklich hübsch. Ja, yeah, die Leute gucken dir zu. Hi, über 1000 wieder. Hammer, oder? Ja, guckst du mal um hier. Wir gehen heute in die Tierklinik, da waren wir schon ewig nicht mehr, wie gesagt. Und wir müssen unbedingt mal die Sternebewertung hochmachen. Und ich habe noch die Idee, dass wir vielleicht so ein Dings hier herstellen können, endlich mal. Das haben wir irgendwie auch noch nie richtig angeguckt. Dass wir die Tiere, vielleicht zum Muffin, dass wir die Muffin ein bisschen jünger machen können, damit der Hund uns nicht so bald verlässt, oder? Hau rein. Ein langer Tag wieder mit dem Daniel. Felix, was machst du? Oh, geht schlafen. Na gut, okay. Und Nico ist noch unterwegs mit Muffin und unser, ja, gefräßige Geisterkatze. Wo geht das überhaupt hin? Senior. Seniorgeist. Und bist du fertig? Komm noch einmal rein und ab geht die Post hier zur Tierklinik. Dann können wir die nämlich direkt morgens eröffnen. Dann sind die Besitzer froh, wenn die Svea wiederkommt. Ja, da muss ja auch mal wieder, ne? Man weiß ja nie, wie lange die Senioren noch leben. Gerade so wie Svea dann mit dem Sport. Die macht ja viel, viel Sport immer. Das ist für die alten Sims nicht so gut. Die können ja wirklich relativ schnell dann auch sterben, wenn man sie übertreibt, wenn die erschöpft sind. So, würde ich mal sagen. Ja, was haben wir denn jetzt? Alles sauber, oder? Wo ist denn unser Roby? Wo ist unser Roby-Staubsauger? Wo ist denn der? Der ist ja irgendwo im Garten drin oder so. Diese Roby-Staubsauger, die wollen irgendwie immer Rasenmäher sein, aber es gibt keine Rasenmäher hier. Nee, gibt's nicht. Gibt nicht mal Gras, das wächst. So, dann würde ich sagen hier, was ist denn das hier? Wie geht denn das nicht hier? Dann muss ich noch hier wieder Einstellungen. Alle 12 Stunden. Ja, das ist aber das nicht. Da ist er doch. Reinigungsvorgang starten. Unser Pancake. So, ihr macht es mal. Mit dem Ding los? Ist das wieder kaputt oder was? Diese Dinger, die sind wirklich, zum Mäuse melken. Dann müssen wir das Ding mal füllen. Hier auch mal füllen. Hier mal füllen. Alles füllen, damit die sich wohlfühlen. Dann bekommen wir bessere Bewertungen. Genau, putzen muss man auch. Und ich würde sagen, wir kaufen uns einfach mal einen zweiten dann auch. Dann ist da auf jeden Fall sauberer, ne? Nehmen wir auch den hochwertigen. Dann nehmen wir Pancake 2.0. Machen wir. Tiere freuen sich auch. Aber wir haben keinen Platz mehr. Echt, das alles bei mir durchgeplant hier in diesem Jahr. Es ist echt so, dass alles durchplant. Da ist keine Stelle mehr frei. Wie können wir das hier irgendwo noch unterbringen hier? Ja, kommen wir mal den da mitten rein. Möchten Sie einen Roboterstaubsauger kennenlernen, während Sie warten? Da können wir doch durchaus auch mehrere machen, oder? Es dürfte ja eigentlich egal sein. Hier hinten können wir auch noch einen hin machen. In die Klos. Auch mal hier Einstellungen in automatische Reinigung ein. Und alle 12 Stunden, ja, wenn das geht, ein und alle 12 Stunden. Hier machst du auch mal, der fährt hier schon. So, wenn du dann fertig bist, machst du bei dem auch Reinigung starten. Die sollen alle mal loslatschen. Dann können wir mal die Tierklinik öffnen. Gucken mal, die Windspanne 100%. Goldpaket-Werbung ist okay. Und Schwarzmarkt. Premium-Behandlung, ganz klar. Ja, ja, so müsste das schon sein. Mitarbeiterverwaltung. Wir haben hier aktuell nur einen? Wieso denn? Komm, wir stellen die Stalkerin ein. Wo sind die anderen hin? Ich dachte, wir hatten doch noch zwei andere hier.
Ist ja doof. Nadine Bauer, die kann auch gar nichts, also schön aussehen. Ja, die können alle gar nichts. Was sind das alles für Hongs hier? Entschuldigung, aber die können ja alle überhaupt gar keine Tiererziehungsfähigkeit hier. Manfred Fresh, der ist gut drauf. Ja, ist das blöd. Ist echt doof. Die kann auch am meisten. Ja, nehmen wir die. So, dann werden die immer alle befördert. Befördert. Der wird auch befördert, dass er uns nicht abhaut. So. Genau, mal noch die Glotze an. Oder was hast du gerade hier mit der Fernbedienung gemacht? Tierärztin. Sehr gut. Komm mal alle hier hin. Öffnen. Für mich? Na klar, wurde ja auch Zeit. Ja klar, du hast noch gar nicht hier gearbeitet. Mädchen, ein Mädchen. Die Stalkerin arbeitet jetzt in der Tierklinik. Du wohnst auch nebendran. Aber die Stalkerin, weil die überhaupt keine Tierklinik machen kann, machen wir jetzt erstmal, die wird hier Verantwortlichkeiten. Patienten soll sie nicht behandeln. Die soll nur reinigen, genau. So, do it. Und dann, wo ist denn der Manfred Fresh? Wo ist denn der? Ist er das? Nee, das ist die andere. Ja, die kann alles machen wegen mir. Die bezahlen wir dann auch für eine Schulung. Miko verwalten, für Schulung bezahlen. Kurze Schulung geht am Anfang nur. Und der Manfred Fresh, wo ist der Manfred? Manifred. Man findet immer diese Tierklinik-Leute nicht, ne? Diese Mitarbeiter. Wo ist denn der Manifred? Manifred, wo bist denn du? Wo bist du denn? Oh, hier müssen wir wieder abschließen. Tür abschließen für jeden außer Svea. Ganz klar. Tür auch. Tür abschließen für jeden außer Svea. Manfred, du musst kommen. Du kannst nicht krank sein heute. Wir brauchen einen Tierarzt mindestens. Das geht nichts sonst. Geht schon sonst schief hier. Manfred Fresh in der Haus. Wo bist du denn? Nicht in der Haus, ne? Eieiei. Jetzt machen wir hier mal hier. Patient warmherzig begrüßen. Kommt, wir. Wir selber hier ran. Ich weiß ja nicht, wer dran ist, aber wir machen das jetzt mal. Ja. Manfred Fresh ist nicht da. Ja, meine Sau, ich kann sie untersuchen. Ja klar, machen wir doch. Was ist denn Manfred? Schitte, das ist doch Schitte. Manfred, komm hin hier, ja, komm hin. Komm, befördern. Vielleicht klappt das dann. Wo ist denn Manfred? Erstmal das Kätzchen hier angucken. Ja, du armes Vieh, du. Sorry. Da, die behandelt auch schon. Aber wo ist der Manfred? Manfred Fresh. Der hat sich voll gemausert vom. Habe ich den jetzt eingesperrt? Kann auch gut sein. Wenn man die Türen abschließen, die sind in den Raum drin, dann können die natürlich auch nicht mehr raus. Nee, der ist echt nicht da. Der ist sich jetzt krank gemeldet, oder was? So, jetzt müssen wir gucken. So, die ist beruhigt. Dann machen wir Atmung abhören. Haut und Fell untersuchen, dann machen wir beruhigen, geht noch nicht. Blab, blab. Jetzt geht's hier. Besänftigen haben wir ja als Bonus. Ja, sehr feuchte Haut, wässrige Augen, goldene Haufen. Ja, brauchst dich nicht aufregen, Svea guckt ja nach dir. Untersuchen wir nochmal das Herz. Alles gut. Ja, Oma Svea guckt. So, Diagnose Golddarmstörung. Dann kriegst du eine Behandlung hier, Placebo-Essenz. Was? Ja. So, jetzt wo ist der Manfred French? Scheiße. Das nervt mich jetzt. Wieso kommen die denn nicht jetzt? Das ist doch blöd. Voll doof. Probier das mal aus. So, Manfred French hier. Jetzt rufst du an. Förderung, na klar. Ich meine, vielen Dank, Frau Fuchs. Ich fühle mich geehrt. Ja, komm mal hier hin, hier bitte, ja? Gibt's ja mal gar nicht. Da, die haben doch hier mit uns gearbeitet, oder? Ach so, weil wir so Minus sind, haben die wahrscheinlich gefeuert hier, ne? Eieiei. Eieieiei. Svea, das ist aber nicht gut. Wieso kommt jetzt der Manfred nicht in deinen Kontakten?
blöd. Da muss der Felix muss dann helfen, oder? Kann der schon? Was hat denn der Felix? Nee, der Warren hatte mal eine Fähigkeit. Tierarztfähigkeit. Gehst du jetzt zocken auch noch nie, ne? Warmherzig begrüßen. Der sitzt hier noch. Machen wir hier dann mal Reinigungsvorgang starten. Dass die Dinger durchlatschen, laufen. Kann man die nicht irgendwie herrufen oder so? Ach, verdammt, das geht irgendwie nicht, ne? Ich hab den nicht in den Kommentaren. In den Kontakten drin. Können wir den irgendwie einladen? Ja, wir behandeln die. Vielleicht können wir den dann einstellen, wenn wir den einladen. Shelby. Sehr gut. Guck mal, der kann das. Was für ein beeindruckender Tierarztbesuch. Fabio Roth. Dankeschön. Danke. So, wir gucken mal. Wartezeit ist sehr kurz, wahrscheinlich, weil wir dich zuerst genommen haben. Marvin Förster, ja, wieder, ja. Eieiei. Also Manfred Fresh kommt nicht. Oh, die Glee What's Chat App 10 Simoleons und die Mönch Computerspiel auch 10. Sehr gut. Aha. Freundlichste Art, sich vorzustellen. Was ist jetzt los, Via? Hallo? Ich komm da nicht ran. Oh, er ruft halt erstmal an. Hey, willst du nicht mal vorbeikommen, ne? Du hast ja irgendwie gefeuert, dich selber oder so. Also, ich glaube, es war ein Versehen. Willst du nicht mal kommen? Oh, das möchte ich lieber nicht kommen, ne? Das war mir klar. Und das Suchen von Silo beginnen. Wir haben schon 3,5 Sterne, 529 Bewertungen. Wie lange war die offen? So. Wo ist jetzt die andere da? Kommt die auch mal? Da, du sollst eigentlich putzen, ne? Verantwortlichkeiten nicht reinigen. Patienten nicht behandeln. Genau, du sollst nicht reinigen. Du sollst nur Patienten behandeln. So. Untersuchen. Also wenn du so kalt bist, dann untersuchen wir dir mal die Haut und das Fell. Frozen Cat hier. Ja, eisiges Fell, niedrige Temperatur. Dann untersuchen wir jetzt noch die Temperatur. So, Untersuchung Kühlboxfieber. Auch du kriegst eine Behandlung. Spritze geben, antivirale Substanz. Ja, ja. Es wäre echt gut, wenn man die selber jetzt herstellen könnte, die Zeugskramsachen. Ne? Das müssen wir jetzt mal machen. Herstellen. Was können wir denn herstellen? Chirurgiestation oder Leckerchen? Ein Alterungshappen, ne? Mit einem Tier altern. Nee. Wir wollen ein Verjüngungshappen. Genau. Verjüngungshappen. Stell mal ein Verjüngungshappen her. Oh, ja, 4 Sterne. Sehr gut. Ja, was gibt's denn? Was gibt denn 5 Sterne? Ah, die Sky ist da. Hallo, was ist denn los? Ah, mit Roby stimmt was nicht. Oh nein, Roby. Müssen wir dich auch mal hier begrüßen. Ja. Wie lange brauchst du jetzt für das Ding? 5 Stunden oder was? Ernsthaft jetzt? Das Ding läuft ja überhaupt nicht. Ah, jetzt ist es schon 3/4. Ja, das geht doch. Das geht schrittweise. Das müsste fertig sein, oder? Wow, maximale Fähigkeit der Tierarztfähigkeit erreicht. Wow, Level 10. 1000 Punkte haben wir bekommen, meine Güte. Hallo, Masami. Ah, ich bin die Stalkerin hier und Tierärztin. Yes. Ne, bist du nicht, du bist nur Putze bei uns. Wie fies. So, unsere Stalkerin, ne? Frisch ans Werk hier. So, ich weiß nicht, was mit Roby los ist, aber er gefällt mir gar nicht. Glaubst du, kannst helfen? Natürlich, komm mal, helfen, Sky. Komm mal mit mir. Oh, der ist ja knuffig. Oh.
Oh, ist er weg. So, Roby, was ist denn los? Oh, Roby. Wir gucken erstmal Temperatur, ne? So, Hunde überhitzen ja gerne. Oh, du bist ja voll heiß hier. Wir machen erstmal besänftigen. Roboterhunde müssen erstmal hier, ne, neu gestartet werden. So. So, jetzt ist er beruhigt. Temperatur messen, ne? Vielleicht ist die Kühlung nicht so aktiv. Dann gucken wir mal in den Mund rein. Heiße Pfoten, trockene Augen, hohe Temperatur, ne? Ah, und? Ist die Elektronik noch fest hier oder gab es irgendwo wo eine Lötstelle, die nicht ganz? Dann gucken wir mal den Hauptprozessor an, Herz abhören. Rasselnder Atem. Ah ja, doch irgendwas mit der Belüftung, ne? Okay, und der Core? Core-Temperatur, trockene Haut. Okay, wir haben das Herz abgehört, da ist eine trockene Haut rausgekommen. Alles klar. Behandlung, Spritze geben. Antiviral, also das ist ein Virus. Antivirale Substanz. Okay, Computervirus. Ja, der Virus kommt gleich raus hier. Antivirenprogramm installiert. Roby kann nach Hause gehen. Yay, Sky. Bis jetzt zur Rechnung geben. Qualmende Pfoten. Hm. Super, oder? Bis 4 Sterne, oder? Ach, jetzt komm mal. Nur 3, du Nudel. Ernsthaft jetzt? Fotos zahlen. Jetzt gibt's 4, guck mal. Und vielleicht kriege ich auch 5 Sterne. Guck mal, kannst du online in der App kannst du bewerten. Musst du da klicken und dann 5 mal. Aha, ist das super hier. Rotes Auto, naja, ist okay. Eieiei, da geht's ja wieder immer voller hier. Wir machen jetzt keine neuen Gäste zulassen, sonst schaffen wir das nicht mehr. Warmherzig begrüßen. So, hallo Madame. Das ist die Katzenlady, ne? Katrina Links. Hi. Schau, sie macht irgendwie einen kranken Eindruck. Kannst du bitte untersuchen? Ja, natürlich machen wir das auch bei dir. Oh, ihr seid alle so knuffig. Bleibt doch mal stehen, wenn ihr euch angucken will. Das ist wieder unsere Dogge, oder was ist das? Und was macht die Stalkerin? Na, was macht die Stalkerin? Geht irgendwie hoch. So, wir gucken mal hier direkt mal. Patient untersuchen. Wir gucken mal das Diagramm an. Was hatten wir bisher so gehabt? Aha, okay. Also das sieht man jetzt oberflächlich auch gar nichts. Dann gucken wir mal in den Mund rein. Eine glühende Nase, ah doch. Soll ihr das Tier auch schon von allen Seiten angucken? Hier, nochmal auf hier. Ja, rasselnder Atem, Regenbogenhaufen auch. Okay, gucken wir mal die Augen an. Sieht ein bisschen schläfrig aus. Und dann müssen wir auf jeden Fall mal besänftigen. Dass das hier nicht zu hoch geht. Ah, der Stress ist eigentlich tief. Süßer Atem. Okay, dann gucken wir nochmal. Dann machen wir die Atmung, wenn die schon rasselnd ist, dann untersuchen wir die nochmal. So. Oh, das stinkt ja abartig. Hast du eine Idee? Nuklearnase. Alright, dann machen wir hier mal die Behandlung und zwar Halskrause oder was? Spritze geben. Eudämonie-Konzentrat. So, du kriegst ein Konzentrat hier drin. Sehr gut. Krankheit geheilt. Jo, Subi. Na, Subi, oder? Subi. Subi, Subi. Freundlich vorstellen. Oh, Minus. Bitte da ja hier, ja, wenn du so viele Tiere hast. Hallo? Maul mal nicht so, ich glaube, du spinnst hier. Was ist das für ein Fleck? Nee, das ist dein Gesicht, oder was? Ja, doch, 4 Sterne. Hä, hey, was ist das für ein Fleck hier auf dem Pissoir? Ja, ne. Die ist cool drauf, oder? Ja, gut, jetzt halt Spaß verstanden. Soda, können wir einen Kaffee trinken? Ne, wir haben keine Zeit. Oh, wir müssen jetzt hier weitermachen. Der wartet schon ewig hier. Ungeduldig begrüßen. Oh, du bist unwohl, ne? Deswegen hier ungeduldig. Oh, du machst das lieber nicht. Dann gehst du erstmal pieseln. Okay, wir können eigentlich auch unten gehen. Komm, wir gehen hier schnell. Ist das Männlein? Ja, das ist Männlein, verdammt. Da ist Weiblein hier. Gehst du mal hier schnell, komm. Schnell auf das Klo, geh nicht so ewig plaudern hier, die ist schon fertig. Oh, geht dir mal aus dem Weg hier. Mein armes Tier. Ja? Mann, Mann. So ist wie, du musst gleich mal pieseln. Komm, 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 komm. Alles okay. Na, jetzt müssen wir wieder glücklich sein, dann können wir wieder warmherzig begrüßen. Ganz gut. Ganz klar. Jetzt hast du ja gleich wieder Hunger.
Eieieiei, komm, mach hier jetzt wieder. Komm. Wir rufen dann mal den Muffin auch her. Hallo, oh, ich will lieben. Du bist schon wieder so am Arsch. Tierarztleckerchen geben, Verjüngungshappen. Mit diesem Mittel wird dein Tier jünger. Gut, machen wir dann doch. So, hi, wie geht's dir denn so? Haben sie euch rausgeschmissen, ne, von eurem Haus? Weil wir haben ja das Dinghaus. Mit meinem Mädchen Rosi nicht. Wir haben ja das Jahreszeitenhaus auf eurem Grundstück platziert. Ja, man lebt halt noch, ne? Ach, eigentlich finde ich total doof hier. Ich gebe nie mal was zum Essen hier oder was. Ja, dann machen wir noch. Können wir diese... Ich habe, glaube ich, noch mal so ein Ding im Inventar. Hier ist passt der. Da haben wir alles mit Nico gegeben. Ich wollte mal überprüfen, ob man das da reinlegen könnte. Kann man sogar wirklich. Wahnsinn. So, Rosie, du kriegst es erstmal nie. Wow. Ja, wenn du jetzt schon draußen bist, dann machst du das jetzt bitte. Ja, wenn du jetzt schon draußen bist, wir. Komm. Komm. Hier Leckerchen geben, Verjüngungshappen. Bitte nicht schlafen jetzt. Komm, noch ein bisschen. Hier kriegst du Verjüngungshappen. Wap, dann wirst du nicht älter. Hier ist sehr gut, oder? Hui. Ist das wieder ein Welpe oder was? Ernsthaft? Nee, ne? Ich dachte nur, das geht wieder zurück, dass er quasi wieder am Anfang von erwachsen ist. Wow. Nein, Muffin ist jünger geworden. Wow, Muffin ist auf magische Weise jünger geworden. Sie kann möglicherweise einige Dinge, die sie als ältere Hündin tun konnte, nicht mehr tun. Also gib auf sie gut Acht hier. Muss ich gleich mal hier einen Screenshot machen hier. Okay. Oh, wir haben jetzt wieder einen Welpen. Ich dachte nur, das ist ja doof. Ich dachte, es wird nur nicht zum Älteren. Ja, okay. Svea geht schlafen, ne? Hast keinen Bock mehr auf die Rosie. Musst jetzt aber machen, komm. Untersuchung beginnen. Bitte, Svea. Da müsst ihr jetzt noch durch. I'm so sorry. Die anderen können wir warten lassen. Wir haben doch hier schon keine Gäste zulassen. Genau, haben wir doch schon angeklickt. Ja, aber heute ist echt sauber. Ich glaube deswegen, das hat auch viel gebracht jetzt so ein bisschen zu der 4-Sterne-Bewertung. Aber jetzt wird es wieder mit der Zeit kritisch, ne? Komm, Rosie, wir schaffen das noch. Rosie, mit IE sogar. Unsere Rosie, ich sag auch mal Rosie zu Rose. Als Spitzname. Dicke kennt sich schon hier als gutes Tier bezeichnen. So, wir gucken mal rein. Also wir gucken mal die Temperatur, weil das wieder so Pfotendings. Untersuchen. Herz abhören. Heiße Pfoten, trockene Haut, hohe Temperatur. Und hier noch dieses Besänftigen. Und Schmorpfote, dass du auch besänftigt bist. Und dann kriegst du die Behandlung, eine Quietschfidelpille. Schmorpfote. Ja, brauchst du keine Angst haben, Rosie. Dann kriegst du hier eine Quietschfidelpille. Und wieder gesund. Krankheit geheilt, wie eine Untersuchung und Behandlung von Rosie abgeschlossen. Es müsste jetzt viel besser gehen. Die Wartezeit war angenehm hier. Ah, okay, gut. Na denn. Fotos teilen nochmal. Zeig mal die Fotos. 4 Sterne. Dankeschön. Hier, gucken Sie mal. Hier in der App können Sie mich bewerten. Ja, bitte 5 Sterne klicken und OK drücken. Ist wie bei Uber. Ah, danke. Ja, super. Ah, jetzt hätten wir hier Autos. Das sind immer noch 2. Die Klinik sieht das wirklich toll aus. Ja, danke. Ja, ist ein Kompliment an mich, ne? Wir müssen jetzt hier Ende Gelände hier machen. Komm, wir loben nochmal die Die eine hat mir voll gut geholfen. Die müssen wir mal loben. Ja. Richtig gut gemacht heute. Super gemacht hier, Masami. Ja, danke hier. Wow. Ah, ja, bitte. Haha. Oh, die ist auch schon alt, ne? Könnt bald so einen Rentnerclub aufmachen. Jetzt machst du die anderen noch. Komm, wunderbar, sagt sie. So, die müssen wir jetzt auch noch loben. Die war wirklich gut hier. Du hast mir voll geholfen und ich wäre voll aufgeschmissen. Manfred nicht kommt hier, ne? Miau, miau. Was guckst du denn so? Bist du auch schon müde, ne? 13 Stunden geöffnet. So, danke, Sumi hier. Yay. Yeah.
Passt auch voll gut zu unseren Outfits. Geil. Sehr, jetzt gehe ich immer ein Buch lesen. Ja, wir machen jetzt zu. So, danke euch. Wachstumpotenzial, Stresslevel und Servicequalität. Okay, also wirklich Versorgungsqualität verbessern oder verordnen akkuratere Behandlungen. Okay, da war die doch nicht so gut. Preis-Leistung ist bei uns perfekt, immerhin. Ne? Wir wissen ja auch, wir haben trotzdem einen fetten Gewinn gemacht. Ja, ist doch gut. Ist doch okay. Und jetzt sich sogar verbessert. Schicklichkeitslevel 3 und hier als Level 3. Manfred Fresh nicht, der war auch gar nicht da. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Das war's für heute in der Tierklinik mit sonnigen Herbstgrüßen. Verlasse ich euch. Ihr könnt natürlich noch andere Videos hier angucken im Channel, falls ihr jetzt noch Bock habt. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Oder natürlich dann jetzt noch, wie gesagt, bei einem anderen Video eurer Wahl, falls ihr noch mögt. Dann ganz viel Spaß und ja, macht's gut. Ciao.